Zum dritten Mal wurden in Heidelberg und Mannheim Räder gespendet und per Container nach Heidelberg in Südafrika gebracht. Ins Township Ratanda, zu einer Werkstatt, die Rathof Ratanda heißt. Mandosa leitet sie. Er freut sich riesig über die neueste Lieferung. Ja, du weißt, in Südafrika sind die Transportkosten so hoch. Da kommen die Räder gerade recht. Aber wir müssen zuallererst für die Sicherheit sorgen, den Leuten das Radfahren und die Regeln beibringen. Dazu bieten wir verschiedene Programme an. Immer ab 4 Uhr bis 6 Uhr gibt es unser Social Riding. Uns geht es in erster Linie nicht um das Verkaufen. Klar, wir tun das. Aber vor allem haben wir Programme mit Gruppen. So machen wir das Radfahren populär.40 Kinderräder sind schon weg. Mandosa richtet die gebrauchten Räder her, putzt und repariert, wo es nötig ist. Und dann zeigt er auf die Helme. Hier soll alles seine Ordnung haben. Dazu muss man wissen, dass Radeln im Township nahezu unbekannt war, bevor die Container aus Deutschland ankamen. Es sind 3x300 Räder gespendet worden. Dieses Mal besonders viele Kinderräder. Ja, sagt Mandosa, die Leute kommen und holen die ab. Welche Räder lieben die Leute denn am meisten, frage ich ihn. Die beliebtesten sind die Mountainbikes, diese da. Weil die Leute hier über Schotter fahren müssen. Radwege gibt es nicht. So the mountain bikes are the ones. And also this one, the for the sports guys? Yeah, this one is. Und diese hier, die Rennräder, die sind für die Leute, die in unserem Rathofclub mitradeln wollen. Wir motivieren sie, im Team zu fahren, und das ist auf den Straßen sicherer. And those? Ja, die wiederum, die sind für die älteren Leute, die lieben die. Die sind bequem, sie müssen sich nicht groß anstrengen, die lieben die. Aber auch junge Leute fahren die. Oder da sind zwei Frauen aus Simbabwe, die benutzen die Räder, um ihre Besen und andere Waren in den Straßen zu verkaufen. Ein Kunde kommt an, gerade ein alter Mann. Er hat ein Problem mit der Gangschaltung. Mandosa checkt das Rad. Die Schaltung ist kaputt, stellt er fest. Kann das reparieren, er hat das in Heidelberg am Neckar gelernt, im Rathof Bergheim. Der alte Mann verabschiedet sich. Er will morgen noch mal wiederkommen und sein Rad zur Reparatur abgeben. Mandosa schließt die Werkstatt gut ab, damit Einbrecher keine Chance haben. Vor kurzem ist in der Nachbarschaft überall eingebrochen worden. Nähmaschinen, Computer, alles weg. Deshalb hat er vorsorglich ein zweites Sicherheitstor eingebaut, das er mit zusätzlichen 4 Vorhängeschlössern verbarrikadiert. Der Rathof Südafrika ist nun eine Festung für Räder. Now. Yeah.